Da kommt automatisch nochmal die Pokalstimmung auf, oder? Ein fantastischer Abend war das. Letzten Freitag die erste Runde im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. Es hat großen Spaß gemacht, war mal wieder extrem laut und voll im Ludwigspark. So muss das sein. Jetzt gibt es eine neue Folge. Tauzi ruft an mit einem Rückkehrer. Der nächste Bub, der wieder der Hemm ist, nämlich mit Patrick Schmidt. Ich habe mit ihm natürlich darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt wieder in Blau-Schwarz spielt. Das Sein Herz blau-schwarz ist, das wissen wir und haben das auch die ganze Zeit gewusst, aber er hatte ja auch noch ein Jahr Vertrag in Ingolstadt. Deswegen fand ich es ganz spannend, mal rauszuhören, wie sich das denn so entwickelt hat. Wir haben über die bisherigen Spiele gesprochen. Ich habe natürlich mit ihm auch über das Spiel in Ulm gesprochen und diese Szene mit Tim Cevea, als er ihn da so ein bisschen nach dem Elfmeter angeschubst hat. Da hat er gesagt, war er selber ganz überrascht, wie das am Ende im Fernsehen ausgesehen hat. Darüber haben wir gesprochen und es waren viele, viele Fragen von euch wieder dabei. Wie, schöne Fragen, die ich alle gestellt habe. Also ich glaube, es wird eine sehr angenehme, entspannte, unterhaltsame Folge. Bevor es losgeht, will ich aber ganz kurz drei Themen noch loswerden. Zum einen, Samstag geht es weiter in der Liga. 14 Uhr spielen wir im Ludwigspark gegen Viktoria Köln. Deckt euch ein mit Tickets, kommt vorbei und unterstützt die Mannschaft. Ihr wisst, ihr könnt die Tickets natürlich direkt am Stadion kaufen oder vorher online auf der FCS-Homepage oder im FCS-Fanshop und seit einiger Zeit auch bei Tabak Kessler in den beiden Filialen in der Saarbrücker City und in Burbach. Tabak Kessler gibt es jetzt auch die Tickets für die Heimspiele vom 1. FC Saarbrücken. Geht da gerne mal vorbei und deckt euch dort ein. Die freuen sich, wenn ihr kommt. Dann wollte ich noch mal kurz sprechen über einen Vlog zu dem Spiel von letzter Woche, als Karlsruhe zu Gast war. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Da gab es einen Karlsruher Fan, der ein sehr schönes Video bei YouTube gemacht hat, zusammen mit seinem Sohn. War spannend, das mal so aus der anderen Perspektive zu sehen. Und da ist es halt auch ein bisschen emotional geworden. Auch deswegen macht es so viel Spaß, weil der Sohnemann natürlich am Ende total frustriert ist, weil seine Mannschaft verloren hat. Der Papa aber total fair steht da drüber und sagt dann auch, dass die Stimmung in Saarbrücken fantastisch war und erkennt auch an, dass es ein verdienter Sieg war. Das hat großen Spaß gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, ich packe euch da unten nochmal den Link rein, guckt es euch gerne an. Ich will aber das nicht nur deswegen erwähnen, weil das so ein schönes Video geworden ist, sondern weil es eine andere Sache gab, die mich sehr, sehr gefreut hat. Nämlich unter diesem Video gibt es unfassbar viele Kommentare. Und jetzt gibt es ja immer wieder diese Gespräche, Hate Speech im Internet und so. Das soll nicht sein und gehört auch überhaupt nicht hin. Aber dieses Video ist ein sehr gutes Beispiel, dass es auch anders geht. Denn es gibt so viele total liebe und nette und schöne Kommentare von Fans aus Saarbrücken, die sagen zu dem kleinen Bub Kopf hoch oder die anerkennen, dass er sich so viel Mühe gemacht hat mit diesem Video, die den Karlsruhern alles Gute wünschen. Das ist einfach ein schönes Beispiel, wie Fußball sein sollte, dass Fans sich gegenseitig Respekt zollen und anerkennen, was die jeweilige Fanfraktion alles immer auf sich nimmt, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Also, ich hatte beim Durchlesen der Kommentare Gänsehaut und habe echt gedacht, Mensch, so muss das sein. Und das Schöne ist, nicht nur Saarbrücker-Fans haben drunter geschrieben, es haben dann auch Karlsruher-Fans reagiert, die dann geschrieben haben, dass sie das in Saarbrücken total schön fanden, dass sie auch von der Stimmung begeistert waren, dass alle nett waren in Saarbrücken. Also ein positives Beispiel mal wieder. Und deswegen wollte ich das hier unbedingt mal erwähnen, damit mal wieder betont wird, wie viel Positives in der FCS-Fanszene entsteht und passiert und es auch einfach gibt und dass viele Negativschlagzeilen auch dank aktiver Mithilfe der saarländischen Polizei nur selten, selten, selten tatsächlich so sind oder vielleicht sogar gar nicht stattfinden. Deswegen, ja, schaut euch gerne dieses Video an und schaut euch die netten Kommentare an. Es macht Spaß zu lesen. So, dritter Punkt, den ich noch loswerden wollte. Normalerweise machen wir ja immer vor dem Spiel im Stadion auch Geburtstagsgrüße. Das ist leider in den letzten Monaten ein bisschen zu viel geworden. Und wir wollen jetzt nicht anfangen zu unterscheiden mit, ach ja, den Geburtstagsgruß machen wir und den Geburtstagsgruß machen wir nicht mehr. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, künftig moderativ, also per Mikrofon, keine Geburtstagsgrüße mehr im Ludwigspark zu machen vor den Spielen. Ich weiß, dass das immer eine große Freude ist für viele, aber es ist einfach ein bisschen zu viel geworden. Und es ist einfach fairer, wenn man sagt, dann machen wir das grundsätzlich nicht mehr. Natürlich, wenn jemand von ganz weit herkommt, aus Australien anreist, um sich ein Spiel zu sehen, dann sollte natürlich auch weiterhin begrüßt werden. Und was ich auch auf jeden Fall weiterhin machen möchte und machen werde, ist, wenn jemand zum allerersten Mal im Ludwigspark ist, egal ob Erwachsener oder Kind, dann schreibt mir gerne, schickt mir auch gerne ein Foto mit für die Anzeigentafel. Die werden natürlich auch weiterhin namentlich begrüßt im Stadion, damit dieses Erlebnis, mein erstes Mal im Ludwigspark, noch
schöner wird und vielleicht dann auch dazu beiträgt, dass man immer wieder kommt. Wenn ihr eure Geburtstagskinder trotzdem grüßen wollt, dann schickt gerne einfach eine Mail mit einem Foto an stadionfotos@fc-saarbrücken.de. Es werden diese Fotos vor dem Spiel eingeblendet und auch in der Halbzeit, sodass die Geburtstagskinder es dann trotzdem schaffen. Ihr könnt auch gerne da noch einen Text dazu schreiben zu diesem Foto. Aber eben nur Fotos und keine Texte. Die werden dann, wie gesagt, auf der Anzeigentafel eingeblendet, so dass es dann trotzdem weiterhin die Möglichkeit gibt, dass Geburtstagskinder auch im Stadion irgendwie kenntlich gemacht werden. Ich hoffe, ihr versteht das und könnt es nachvollziehen. Und damit habe ich meine 3 Punkte abgearbeitet. Deswegen jetzt viel Spaß mit Tauzi ruft an und Patrick Schmidt. Servus Patrick. Hi. Wie ist die Stimmung im Team? Ist noch Pokaleuphorie oder ist schon wieder Konzentration auf den Liga-Alltag? Ja, jetzt ist natürlich schon 2 Tage vom Spiel so langsam mehr die Konzentration dann auf den nächsten Gegner. Trotzdem trainiert sich's in so einer Woche einfach leichter als nach einer Niederlage, das ist ja ganz klar. Wie habt ihr die nächste Runde gefeiert am Freitagabend? Wir haben uns noch ein bisschen so zusammen getroffen, aber auch nicht jeder. Es waren auch wirklich sehr viele platt, die dann haben ja auch manche ein bisschen länger gespielt als ich. Die hatten dann nicht mehr ganz so viel Kraft, weil das Spiel wirklich sehr, sehr kräftezehrend war und es ist wirklich jeder nur noch auf dem Zahnfleisch gegangen. Von daher war das jetzt gar nicht so spektakulär, wie es vielleicht der ein oder andere angenommen hat. Wie viel Kraft hattest du denn noch? Du bist in der Halbzeit ausgewechselt worden. War das okay für dich oder hattest du so ein leichtes Grummeln im Bauch? Ja, ich glaube, kein Spieler wird gerne in der Halbzeit ausgewechselt, das ist ja ganz klar. Trotzdem bin ich ein absoluter Teamplayer. Ich konnte das sogar verstehen, weil es einfach taktische Gründe hatte, weil wir einfach ja, eine größere Boxbesetzung wollten. Unser Matchplan mit tiefen Läufe und so ist in der ersten Halbzeit nicht ganz so aufgegangen. Dann kann ich das verstehen. Und wenn das Spiel am Ende so ausgeht und wir eine Runde weiterkommen, ich denke, dann sind wir alle glücklich und der Trainer hat alles richtig gemacht. Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis wir wissen, gegen wen wir dann in der zweiten Runde ran dürfen. Ich glaube, am 1. Oktober, genau, 1. Oktober ist die Auslosung für die zweite Runde. Hast du einen Wunschgegner, wer gezogen werden sollte? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich finde es schwierig. Auf der einen Seite natürlich wünscht man sich nochmal so ein Highlight-Spiel, vielleicht gegen wirklich einen Top-Club wie jetzt Bayern, Dortmund oder keine Ahnung. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, traue ich uns schon auch mit ein bisschen Losglück die ein oder andere Runde noch zu, weil ich einfach finde, dass wir eine super Mannschaft haben. Von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hoffe ich natürlich auf ein bisschen Losglück, auf der anderen Seite wünscht man sich oder ist natürlich auch geil, wenn man gegen einen richtigen Kracher spielt. Ja, und wir haben ja am Samstag oder letzten Freitag auch mal wieder erlebt, wie laut der Ludwigspark sein kann, ne? Also die Stimmung war sensationell mal wieder. Ja, für mich jetzt das erste Mal Pflichtspiel zu Hause im neuen Ludwigspark, das so erleben zu dürfen, konnte man sich, glaube ich, nicht besser vorstellen. Also es war wirklich Gänsehaut pur beim Warmmachen schon, dann auch, wie das Spiel gelaufen ist. Ich meine, das ja, kann man im Vorfeld ja leider nicht so bestellen, aber wie es jetzt am Ende war, war natürlich perfekt und ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Jetzt am Samstag wird es nicht ganz so voll im Stadion, aber trotzdem gut gefüllt. Viktoria Köln ist dann zu Gast. Die gelten bei vielen so ein bisschen als so ein Geheimfavorit für die oberen Plätze in dieser Saison. Also sind eine ordentliche Mannschaft, haben jetzt auch Werder Bremen im DFB-Pokal ausgeschaltet. Hat Patrick Sontheimer schon ein paar Tricks verraten, wie man die knacken kann? Nee, noch nicht. Ich glaube, ab heute Mittag geht es jetzt richtig in die Gegneranalyse auch rein. Aber jeder, der sich ein bisschen mit der dritten Liga befasst hat, auch letztes Jahr schon weiß, was Viktoria für einen guten Fußball spielt, was sie für einen Fußball spielen wollen, dass sie ja, einfach Angriffspressing spielen, dass sie offensiv spielen. Ich denke, das hat man jetzt im Pokal auch einfach schon gesehen. Rein vom Gefühl haben sie letztes Jahr auch, wie gesagt, schon richtig guten Ball gespielt, besser als die meisten, die vor ihnen standen. Ihnen hat aber nach vorne so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, meiner Meinung nach. Und wenn sie das dieses Jahr beheben können, dann denke ich auch, dass sie ja, eine gute Rolle in der Liga spielen können. Aber
wir sind gewappnet, wir haben auch eine breite Brust und wir freuen uns auf das Spiel. Ja, eben, am Samstag sollte das gerne noch so bleiben mit der fehlenden Durchschlagskraft. Wobei ich sagen muss, die haben irgendwie einen der sympathischsten Trainer in der Liga. Ich finde den Jansen, der weiß ich nicht, ist ein richtig guter Typ. Also ich freue mich, dass der auch am Samstag da wieder dabei ist. Ich habe mal geguckt, wir haben tatsächlich vor fast genau einem Jahr schon mal eine Folge gemacht. Damals aber noch mit einer sehr schlechten Internetverbindung in Ingolstadt. Da hast du noch auf der anderen Seite gespielt. Hast du dich denn jetzt in der überschaubaren Zeit wieder eingelebt zu Hause im Saarland? Ja, natürlich. Also es gab jetzt für mich auch nichts groß einzuleben. Wie gesagt, ich war fast immer, wenn ich einen freien Tag hatte, war ich hier. Wie ich eben schon gesagt habe, ich bin einfach so ein Heimscheißer. Das hier ist meine Heimat. Ich war eigentlich auch viel zu oft hier, aber ich kann einfach nicht ohne Saarbrücken, ohne das Saarland. Von daher hat es für mich jetzt nicht lang gedauert, da ich keinen Umzug groß machen musste, da ich ja nicht neu hier bin, da ich hier schon meine ganzen Leute kenne, da ich in der Mannschaft im Verein viel gekannt habe, hatte ich da jetzt keine große Eingewöhnungszeit. Trotzdem ist so dieser normale Alltag jetzt wieder hier zu Hause und nicht nach einem freien Tag wieder ein paar Stunden wegfahren zu müssen, einfach noch so ein bisschen surreal für mich, aber genau das ist ja auch das Schöne, weil ich mir das einfach sehr lange ja, gewünscht habe, dass es nochmal so kommt. Denkst du die ganze Zeit immer noch, ich muss bald noch mal los? Ich muss noch mal einen Koffer packen und noch mal Ja, fahren. das ist einfach so drin. Vorher war es halt, wenn man einen freien Tag hatte, dann hat man morgens noch gefrühstückt und wusste, gegen Nachmittag muss ich halt irgendwann wieder losfahren. Da war der Tag irgendwie immer mit so einer bisschen, ja, so Wehmut dabei, bisschen Spannung einfach. Es war nicht so, man konnte den Tag nicht so genießen, wie das sonst ist. Und das sind so Kleinigkeiten einfach jetzt, ja, die ich einfach unfassbar genieße und wie gesagt, die das alles noch so ein bisschen surreal machen. Ich habe jede Menge Fanfragen für dich bekommen und eine passt da sehr gut zu jetzt gerade. Die Michelle will nämlich gerne wissen, was hast du denn am FCS und auch am Saarland am meisten vermisst? Ja, natürlich einfach, was wir jetzt am Wochenende oder am Freitagabend auch gesehen haben, einfach diese Stimmung, der Verein, die Stadt lebt den Verein, diese Fans. Es ist einfach was ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel mein früherer Club oder meine früheren Clubs, abgesehen von Dynamo Dresden. Ja, ist das einfach was ganz anderes, ein ganz anderes Fußballspielen. Es ist alles viel emotionaler. Das habe ich schon sehr vermisst, muss ich sagen, und einfach auch die Menschen hier. Also jeder, der Saarländer ist und hier aufgewachsen ist, der weiß, von was ich rede. Es ist einfach anders, es ist eigen, die Offenheit der Menschen. Ja, wir sind einfach Saarländer und ja, jeder kennt jeden. Das sind einfach die Sachen, die ich hier so vermisst habe und warum ich auch einfach so oft hier war. Und du hast ja eigentlich noch Vertrag gehabt in Ingolstadt. Der Thorsten Müller fragt, wie ist denn der Kontakt zum FCS entstanden? Hast du so ein bisschen signalisiert, ey Leute, ich wäre theoretisch bereit? Oder wie lief das? Naja, also natürlich waren ja die letzten Jahre immer mal wieder dann so, also man kennt sich ja, ich war ja sowieso immer in Kontakt mit dem Verein, jetzt mal ganz abgesehen von dem Thema, weil man einfach auch die Leute kennt. Und ja, dann ist natürlich immer mal wieder in so einem Nebensatz so ganz kurz gefallen, ob das irgendwie möglich wäre. Es war aber einfach die letzten Jahre auch gar nicht machbar, wegen den Vertragskonstellationen, wegen den Verein, bei dem ich einfach Vertrag hatte. Jetzt dieses Jahr hat sich das dann auch so im Ende der letzten Saison, einfach als es dann bei mir auch wirklich gut lief, nach meiner Verletzung so ein bisschen angedeutet, dass da etwas gehen könnte. Und dann ja, kriegt das natürlich der Verein dann auch mit und dann ja, signalisiert der Verein, dass er sich das vorstellen kann. Für mich war es dann relativ schnell eigentlich auch ja, eine klare Sache, dass ich das hier machen will. Und ja, so hat man sich dann immer mehr nach einem ersten Telefonat dann mal getroffen, wie das dann halt so abläuft. Und dann irgendwann hatten wir die Sache zum Glück dann durch. Gott sei Dank. Die Barbara Altmaier fragt, wie war das denn emotional für dich mit dieser Rückkehr? Also, weißt du noch, wie das war, als du zum ersten Mal wieder FCS-Klamotten angezogen hast?
Ja, es war, das war gar nicht so der, das war natürlich auch schön so vorm ersten Training, aber der Wechsel hat sich ja dann schon ein bisschen hingezogen, die Tage davor, wofür ich eigentlich gar nichts konnte. Also ich stand schon in den Startlöchern und war ja die Sommerpause sowieso hier in Saarbrücken und dann hat sich dann irgendwann abgezeichnet, dass das wirklich möglich sein könnte und dann fängt man das im Kopf so an durchzuspielen und irgendwann ist mein Kopf dann schon so mit der Sache auch mit der Sache verwurzelt oder so tief drin, dass man sich dann irgendwann auch nochmal ja, wachrütteln muss und sagen, warte mal, hier ist noch nichts durch, was ist, wenn es nicht klappt? Ich darf mich auch emotional jetzt gar nicht so sehr darauf fixieren, weil wir wissen ja alle, wie es im Fußball läuft. Aber dann, als es sich die letzten Tage, bevor es dann offiziell wurde, auch so ja, angekündigt hat oder dass man wusste, dass es wirklich in die Richtung geht und wahrscheinlich klappen könnte, ja, war das für mich schon sehr emotional. Ich bin, glaube, nur mit einem Grinsen einfach durch die Gegend gelaufen. Und ja, es war einfach so der schönste Gedanke für mich, einfach zu wissen, wenn das jetzt klappt, dann muss ich hier nicht mehr weg, da kann ich wieder hier in der Heimat bei meinem Verein spielen und habe mich dann einfach nur unfassbar gefreut, als es dann auch endlich durchging. Und hast du dich sogar aufs Sportfeld gefreut? Ja, natürlich, natürlich. Da war ich tatsächlich ein paar Tage vorher dann auch schon, habe mich mit dem Trainer nochmal getroffen und so viel verändert hat sich ja nicht zu damals. Von Das daher hat das für stimmt. mich auch wirklich was ganz Besonderes gehabt und es war wirklich auch sofort wie Heimkommen für mich. Du hast einen langfristigen Vertrag unterschrieben bis 2027. Das hat der Verein zwar nicht offiziell mitgeteilt, aber kann man in DFB-Statuten nachlesen. Heißt, dein Plan ist, das ist der letzte Vertrag, den du unterschrieben hast. Oder beziehungsweise, das ist der letzte Verein. Man kann ihn ja auch nochmal verlängern. Das ist der letzte Verein in deiner Profikarriere. Ist das der Plan? Ja gut, jetzt mal unabhängig von der Laufzeit, die ich hier unterschrieben habe, auch wenn viel spekuliert wird, kann ich dazu natürlich nichts sagen, weil wir das einfach so vereinbart haben. Trotzdem war für mich ganz klar, wenn ich hierher zurückkomme, dann will ich hier meine Karriere, meine Laufbahn beenden, dann gehe ich nicht mehr weg. Das war für mich eigentlich klare Sache. Trotzdem, wie gesagt, egal wie lang dieser Vertrag jetzt ist, traue ich mir schon zu oder hoffe schon, dass ich danach noch ein, zwei Jährchen auch spielen kann. Das wird man aber sehen. Da ist es jetzt einfach noch viel zu früh. Das wird man dann sehen, wie mein Körper dann im höheren Alter das mitmacht. Aber ganz klar ist, dass ich hier natürlich nicht mehr weg will, logisch. Ein erstes Angebot für die Zeit danach gibt schon. Der Kai vom Fanradio fragt, ob du nicht mit ihm das Fanradio machen willst. Sehr gute Idee. Können wir sehr gerne dann mal drüber sprechen. Ich glaube, das wäre eine coole Sache. Ob es dann hauptberuflich wird, wird man dann sehen. Aber Schwierig. ich schaue auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbei und wäre wirklich eine coole Sache, Kai. Also halt mir fest. Und ich glaube, der Sven hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden dann. Der lässt sich ja auch nicht einfach so Ja. rausbringen. Jetzt hast du ja den Vorteil, dass du den Verein, das Stadion und die Fans tatsächlich so in drei Phasen wahrnehmen konntest. Also du kennst noch den alten Ludwigspark, die Fans im alten Ludwigspark. Du hast Völklingen zum Teil mitgenommen. Du kennst jetzt den neuen Ludwigspark. Ganz, ganz viele Fragen. Was ist denn so der größte Unterschied zwischen diesen Phasen? Ich muss schon sagen, also ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber jetzt habe ich schon das Gefühl, auch so in den letzten Jahren, natürlich durch den Aufstieg, durch dass die ersten Jahre in der dritten Liga jetzt auch schon immer für einen Aufsteiger wirklich erfolgreich waren, habe ich schon das Gefühl, dass die Stadt einfach den Verein wieder mehr lebt. Ich sag mal so, es ist wieder cool, Saarbrücken-Fan zu sein. Es wird gern drüber gesprochen. Überall hörst du Fans, überall hörst du Leute, die einfach gern ins neue Stadion gehen. Es wird mehr darüber geredet. Ich habe auch das Gefühl, dass mehr jüngere Fans wieder nachkommen, dass auch eine andere Generation jetzt mittlerweile auch nachkommt, die einfach Saarbrücken-Fan ist, die das auch so lebt. Und da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon einiges getan und war jetzt für mich nach meinem Weggang auch einfach deutlich zu sehen, wie wichtig einfach dieser Aufstieg und das neue Stadion einfach für den Verein und die Stadt auch war. Ich habe ganz oft die Frage geschickt bekommen, ob es dich stört, dass du nicht die Rückennummer 9 bekommen hast.
Weil PS9 war ja Nee, eigentlich das war, gesetzt. ja, das ist ja, das natürlich ist 9 meine, schon immer meine Nummer gewesen, die ich am liebsten habe. Die war jetzt einfach besetzt. Dann kommt das für mich auch nicht in Frage, da irgendwie ja, zu schauen, ob man das noch irgendwie geregelt bekommt mit Kai oder so irgendwie. Der war vor mir da, er hat die 9 genommen und dann war das für mich eigentlich abgehakt. Trotzdem wollte ich dann irgendwie so eine Verbindung einfach stehen lassen und ich glaube, das ist mit der PS9 und 30 auch ganz gut gelungen. Wenn man das so sieht, 3 war dazu noch meine erste Nummer generell im Fußball, als ich beim SV Wedenheim damals angefangen habe. Von daher hat das so auch ganz gut gepasst und die 39 war auch eine Nummer von einem leider verstorbenen Freund von mir, auch hier aus dem Saarland. Ja, Also noch. weshalb die ganze Sache dann auch wirklich rund wurde und auch schon eine sehr tiefgründige Bedeutung hat. Und ja, da bin ich auch jetzt einfach froh, dass ich die Nummer habe. Mit der 39 und der 9 vorne im Sturm haben wir auf jeden Fall geballte Offensivkraft. Du hast es jetzt in den letzten Wochen auch schon öfter mal gehört. Da kam immer wieder der Vergleich zu Schmerens damals, dein Partner mit Kevin Behrens. Wie gehst du damit um, wenn jetzt öfter mal darüber gesprochen wird, ob jetzt ein Schmünker-Duo entsteht, also mit dir und Kai? Nervt das? Ist das vielleicht sogar Druck oder ist es ganz angenehm? Nein, das nervt überhaupt nicht. Also natürlich war ja erstmal klar, dass mit der Verpflichtung schon ein bisschen Emotionen einfach aufkommen, dass die Leute an die Zeit von damals zurückdenken. Trotzdem sind wir jetzt einfach 6, 7, 8 Jahre weiter, als es damals war. Ich weiß nicht genau. Ich habe mich als Spielertyp einfach geändert. Ich glaube, Kai ist auch ein anderer Spielertyp, als es Kevin war. Das muss man auch dazu sagen. Auch wenn Kevin schon auch dieser bullige Stürmer so war, hat er, glaube ich, schon, hat er mehr, eher um mich drumherum gespielt. Ich würde fast behaupten, wenn ich jetzt mit Kai spiele, bin ich eher der, der drumherum spielt. Das ist schwierig zu vergleichen. Trotzdem, wenn das in einer ähnlichen Art und Weise klappen würde, dann würden wir uns, denke ich, alle freuen. Und ja, weil wir dann einfach als Verein höhere Chancen haben, erfolgreich zu sein, und das wünschen wir uns ja alle. Es kam tatsächlich auch ein paar Fragen zu Kevin Behrens, mit dem du damals zusammengespielt hast und ja mehr oder weniger die Regionalliga kaputtgeschossen hast zusammen mit ihm. Das ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass der jetzt nächsten Monat Champions League spielt mit Union Berlin. Habt ihr ab und zu noch Kontakt miteinander? Tauscht ihr euch noch aus oder ist das so ein bisschen ausgelaufen? Ja, also der Weg ist natürlich unfassbar schön. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe ja mit Kevin dann auch noch mal eine Zeit lang in Sandhausen zusammengespielt, wo ich mich dann leider relativ schnell verletzt hatte, warum wir das nicht mehr so aufleben lassen konnten. Ich glaube nur 5 Spiele, aber da hat das schon wieder super harmoniert auch zusammen. Von daher hätte ich das halbe Jahr gern dann noch zu Ende gespielt in Sandhausen, aber hat leider nicht geklappt. Trotzdem allein aufgrund von dieser Konstellation, dass wir auch nochmal zusammen gespielt haben, haben wir immer wieder Kontakt gehalten, auch wenn es nicht oft ist, aber tauschen uns kurz aus und ja, freut mich einfach unfassbar, was er für einen Weg jetzt gegangen ist, wie das alles so hingehauen hat und ja, ich glaube, wir alle freuen uns hier für ihn, dass das so funktioniert hat und dass wir ihn jetzt in der Champions League dieses Jahr sehen können. Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt nochmal auf die jetzige Saison blicken, es hätte ja im ersten Saisonspiel gegen Ulm fast direkt geklappt mit dem ersten Treffer. Du hast schon bereit gestanden für einen Elfmeter. Und dann pfeift der Schiedsrichter diesen Elfmeter doch nochmal ab, weil dem Linienrichter dann nach 3 Minuten eingefallen ist, dass er doch was ganz anderes gesehen hat. Das war schon eine sehr kuriose Situation da in Ulm, oder? Ja, wie du sagst, es war sehr kurios, es war komisch, weil der Schiedsrichter zuerst auch mit einer, ja, mit einem Selbstvertrauen und mit hundertprozentiger Sicherheit einfach den Elfmeter gegeben hat, auch den Ulm-Spielern gegenüber, wie er sich verhalten hat. Das muss man schon so sagen. Ist dann vielleicht nicht ganz so glücklich abgelaufen. Trotzdem muss man einfach fairerweise sagen, dass es ganz klar kein Elfmeter war und von Ja. daher gibt es da auch gar nichts drüber zu reden, weil ja, Gewinn hin oder her,
wir wollen ja dann schon alle faire Sportsmänner bleiben, und es war einfach die richtige Entscheidung. Und von daher hat das ja einfach so gepasst und gibt jetzt da, wie gesagt, eigentlich keinen Grund mehr drüber zu reden. Ja, das stimmt. Trotzdem ist die Art und Weise, wie es dann abgelaufen ist, war natürlich ein bisschen komisch, muss man schon sagen. Eine andere Szene hat auch noch für ein paar Diskussionen gesorgt. Ich glaube, du hast auch ein paar Nachrichten dazu bekommen. Der Elfmeter, den Tim Cevea verursacht hat. Er hat die Arme hochgerissen und du bist erstmal zu ihm hin und hast ihm einen ordentlichen Schubser gegeben. Wenn ich es richtig verstanden habe, so, oder interpretiert habe, deine Gestik, dann eher, weil er direkt sozusagen die Arme hochgehalten hat, ne? Oder was war der Grund dafür? Ja, genau. Also da will ich erstmal dazu sagen, als ich das dann danach im Bus angeschaut habe, oder wir selber oder ich vor allem, war ich wirklich schockiert, wie es auch im Fernsehen gewirkt hat. Mit so einem bösen Gesichtsausdruck, wie ich da auf ihn zugegangen bin. Eigentlich war das auch nur so ein Hey, aber es sieht halt wirklich auch aus wie ein Schubser, weil er dann auch direkt so wegläuft, und halt mit hängendem Kopf. Letztendlich war das einfach nur eine Sache, warum ich ihn gefragt habe, warum er so schnell so reagiert, bevor der Pfiff auch kam. Weil ich einfach glaube, dass der Schiedsrichter es nicht genau vielleicht gesehen hat. Und wenn er einen gewissen Zweifel gehabt hätte, hat Tim ihm halt durch diese Reaktion vielleicht so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, weil er schon vor dem Pfiff direkt die Arme so hochgerissen hat. Ja, muss ich auch. Da muss ich einfach auf die Außendarstellung auch achten. Das hat einfach, ja, hat mich selber ein bisschen schockiert. Trotzdem weiß jeder, wie eng ich mit Tim bin. Ich sehe Tim auch so ein bisschen als mein Schützling. Das war in Ingolstadt schon so. Da hat er am Anfang gar keine Rolle gespielt. Ja, ich habe mich auch immer so ein bisschen versucht, ihm zu helfen, wo es nur geht, weil ich einfach sehr viel Potenzial in ihm gesehen habe. Und bin jetzt einfach froh, dass er auch hier ist. Und ich glaube, am Freitag haben wir schon gesehen, was in ihm stecken kann. Und wie gesagt, jeder, der weiß, der uns kennt, weiß, dass ich Tim niemals wegen einem Foul so eine Ansage machen würde, sondern dass wir einfach eine ganz enge Bindung einfach haben. Ja, das spricht ja auch für dich. Also ich meine, es ist doch klar, dass man bei so einem Spiel auch unter Druck steht und dass man da auch nicht jede Gestik immer unter Kontrolle hat. Ist das aber auch so eine Rolle, die du für dich sozusagen annimmst jetzt in der Mannschaft? Also du bist jetzt einer der erfahreneren Spieler, dass du auch sagst, hin und wieder mal, man muss auch mal den Jüngeren so ein bisschen die Richtung vorgeben? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, allein schon von meinem Alter, ich bin jetzt 29, habe jetzt schon auch ein bisschen was erlebt die letzten Jahre, und ja, ist auch mein Anspruch jetzt, den ich an mich selber habe, auch abgesehen vom Platz, einfach ein bisschen voranzugehen, für jüngere Spieler einfach da zu sein, wenn sie Hilfe oder einen Rat brauchen. Versuche ich da immer, ja, meine Erfahrungen oder meinen Rat einfach dazu zu geben. Und wenn ich ihm damit nur 1-2% helfen kann, dann haben wir da schon viel erreicht, weil ich einfach glaube, dass das in der Mannschaft auch einfach sehr wichtig ist, dass Jung und Alt sich sehr gut verstehen, ja, und dass die Zeiten auch vorbei sind, wo die alten Spieler auf die Jungen einfach immer erstmal draufhauen, wie das vielleicht früher war. Von daher sehe ich das auf jeden Fall auch so ein bisschen mit anderen Spielern natürlich als meinen Job an, ja. Und du bist auch im Mannschaftsrat zusammen mit Manu, Marcel, Bonnet und Luca. Was macht man denn so, wenn man Mitglied ist im Mannschaftsrat? Prämien aushandeln unter anderem, ne? ja, es sind ganz verschiedene Dinge. Bis jetzt gab es, wie du sagst, bis auf vielleicht mal eine Pokalprämie oder so auszuhandeln, noch keine großen Dinge, weil einfach auch noch kein großer Vorfall war, weil die Saison noch so jung ist. Aber grundsätzlich ist man einfach die Stimme der Mannschaft. Wenn es etwas mit Verein zu besprechen gibt, dann hört man einfach in die Mannschaft rein, als Bindeglied zwischen Verein, und Trainer und Mannschaft, und versucht so einfach ein bisschen die Interessen der Mannschaft zu vertreten. Genau. Und irgendeiner muss die Mannschaftskasse pflegen. Das hat bisher immer Daniel Batz gemacht und wie ich gehört habe, sehr, sehr sorgfältig. Hat wohl sehr eindringlich immer darauf geachtet, dass alle ihre Strafen zahlen. Wer hat den Job jetzt übernommen in der neuen Saison? Da hat er jetzt einen mehr als würdigen Nachfolger mit Marcel Gauss gefunden. Der hat es bei uns in Ingolstadt in der zweiten Liga damals auch schon gemacht. Und da kann ich auch sagen, der ist auch sehr, sehr sorgfältig. Und ist da auch schon was drin in der Mannschaftskasse? Hat schon einer was zahlen müssen?
Ja, mehr als genug leider. Wie gesagt, dass Oha. der Gause wirklich, wirklich komplett hinterher, dem entgeht nichts, aber so soll es ja auch sein. Ordnung und Disziplin gehören einfach auch dazu und das macht der Gausi schon gut, auch wenn es dann ab und zu natürlich ein bisschen wehtut. Also Strafen gibt es unter anderem fürs zu spät kommen und so, ne? Gibt es noch andere Strafen, die irgendwas auch Zum mit, ja? Beispiel für zu spät kommen wir jetzt meine unnötige gelbe Karte in Ulm, weil ich einen Ball auf den Boden aus Emotionen raus gefeuert habe. Das sind alles solche Sachen, die einfach Strafen geben. Es wird aber vorher auch intern so ein bisschen mit dem Trainerteam festgelegt. Ja, und Sachen vergessen im Kraftraum, auf dem Trainingsplatz Sachen vergessen. Das sind ja eine Doppelrunde im Eck, ein Tunnel im Eck, solche Sachen. Ja, werden dann einfach mit einer gewissen Summe bestraft. Es muss ja auch ein bisschen was zusammenkommen für den Mallorca-Trip nach der Saison. Was kostet so eine gelbe Karte? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Habe ich mich auch ehrlich nicht drum gekümmert, weil ich es dann einfach, wenn es dann auf der nächsten Abrechnung draufsteht, einfach so hinnehmen werde und wollte mich da jetzt gar nicht mehr mit befassen, weil ich da auch selber einfach dann über mich sauer war, weil ich sage es einfach unnötig. Klar sind es die Emotionen, aber ja, wenn es dann irgendwann mal jetzt bei der ersten gelben Karte als noch alles gut, wenn es dann irgendwann mal die fünfte ist und man schwächt die Mannschaft Ja, dann dann. durch eine Sperre wirklich damit, ist das halt nicht so cool. Von daher, ja, schaue ich dann mal, was draufsteht. Ich hab noch ein paar Fanfragen, die will ich auf jeden Fall loswerden. Vorher wollte ich aber noch ganz kurz mit dir auf deinen bisherigen Weg schauen. Also 2018 bist du von uns weggegangen nach Heidenheim, warst ausgeliehen, unter anderem nach Sandhausen, nach Dresden, bist dann nach Ingolstadt gewechselt. Wenn du jetzt so im Nachhinein auf die letzten Jahre zurückguckst, auf welchen Verein hättest du verzichten können von denen? Ja, das ist natürlich jetzt immer schwierig zu sagen, Ja. muss man, weil einfach alle Vereine mit mir auch super, super umgegangen sind, weil ich einfach ein gutes Verhältnis habe. Ja, trotzdem war jetzt, wenn man zurückblickt, die Zeit in Sandhausen natürlich sehr unglücklich. Wurde im Winter ausgewechselt und wie gesagt, ich glaube, nach 5 Wochen habe ich mir schon Mittelfuß gebrochen, hat dann in den 5 Wochen noch eine gelb-rote Karte, also war auch noch ein Spiel davon gesperrt. Das sind dann jetzt im Nachhinein ist das so ein halbes Jahr, was man sich natürlich auch hätte schenken können. Ist aber, denke ich, mit jeder Verletzung so und hat jetzt gar nichts mit dem Verein SV Sandhausen zu tun. Und Dresden, nehme ich mal an, war eine der Highlight-Stationen in dieser Zeit. Unter anderem ja auch mit dem Tor des Ja, Monats. auf jeden Fall. Ich glaube, Dresden war für mich auch persönlich sportlich so mit. Meine größte Zeit, meine beste Zeit einfach in der zweiten Liga, auch wenn wir leider abgestiegen sind, hatte ich dort eine super Quote. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ist ja auch ähnlich wie hier. Die ganze Stadt lebt einfach den Verein. Ich bin einfach ja, dankbar, dass ich sowas auch mitnehmen konnte, weil Dresden einfach schon auch eine Riesenhausnummer ist und es einfach auch schön war, in der Stadt und in dem Verein einfach Fußball zu spielen. Dann lass uns mal noch die ein oder andere Fanfrage durcharbeiten. Jessica Jung fragt: Hast du Rituale vorm Spiel? Gar nicht mehr so viele. Früher hatte ich da mehrere. Ich bin aber irgendwann mal so ein bisschen davon weggekommen, weil ich mir auch gesagt habe, dass man setzt sich ja so ein bisschen selber unter Druck, wenn man eben die Rituale dann vergisst, dann denkt man direkt, oh Gott, nein, ich habe mein Ritual vergessen oder wenn man mal etwas anderes gemacht hat. Davon wollte ich einfach wegkommen, wollte einfach so an meine eigene Stärke glauben. Und ja, trotzdem denke ich, gibt es das ein oder andere, was man dann automatisch noch so macht, wenn man dann erstmal ja, nur den rechten Schuh bindet oder so. Das waren so Sachen von früher. Ich glaube, die habe ich unterbewusst einfach noch so ein bisschen drin. Aber wie gesagt, habe da wirklich komplett versucht, davon wegzukommen, weil ich einfach sage, dass es für mich psychisch, mental einfach ja, ohne Rituale besser ist. Lupa FCS fragt: Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das? Früher war mein Vorbild Ronaldo, der brasilianische Ronaldo und Giovane Elber vom FC Bayern. Ja. Giovane Elber, was war an dem so faszinierend? Es war einfach ja, auch ein geiler Stürmer mit einer Ja. geilen Technik, hat oftmals aus dem Nichts einfach auch ein Tor geschossen.
weiß noch seinen Torjubel, wenn er sich dann in den Teppich eingerollt hat. Ach ja, Das stimmt. waren einfach solche, ja, so Kindheitserinnerungen, die mich damals einfach geprägt haben, und ich war einfach Riesenfan von ihm. Der Kevin fragt, schöne Frage, was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein BMW damals. Da war ich bei Stuttgart, und ja, habe mir dann mit 18 habe ich mein Erspartes zusammengekratzt und habe mir ja, einen BMW gekauft. Da war ich ganz stolz drauf natürlich. Und wie lange hat er gehalten? Ja, ich hatte ihn dann 2 Jahre lang, habe ihn nicht kaputt gefahren, sondern habe ihn dann verkauft. Hat aber natürlich, wie das beim ersten Auto dann so ist, im Parkhaus leider den einen oder anderen Ja. Kratzer dann doch abbekommen, aber war jetzt zum Glück nichts Wildes. Es gibt keine Folge hier ohne irgendwelche Essensfragen. Die Silvia fragt, isst du immer noch gerne Putenschnitzel mit Süßkartoffeln? Ja, sehr gerne. Wobei ich jetzt, muss ich sagen, bin ich aufs Kalbschnitzel, aufs klassische Wiener Schnitzel dann so ein bisschen umgeschwenkt, esse ich dann, würde ich sagen, mittlerweile fast lieber. Aber Schnitzel ist und bleibt mein Lieblingsgericht. Da passt auch die Frage von Andreas dazu. Es bleibt nämlich kulinarisch, der will wissen, welches saarländische Essen hat dir denn am meisten gefehlt? Dann würde ich sagen, das schöne klassische Hausmannsessen von Mama. Gut. Zwei Fragen haben wir noch. Die kommen beide von Patrick Kessler. Erste Frage: Hast du ein Spiel mit dem FCS, an das du besonders gerne zurückdenkst? Ja, das sind natürlich einige Spiele, das muss man schon sagen. Es war damals mein allererstes Spiel im Ludwigspark dann von Beginn an. Ich glaube, gegen Hansa Rostock, auch wenn es leider die Abstiegssaison war. Aber das sind dann einfach so Spiele auch zwischendrin. Auch wenn es einen negativen Ausgang hatte, natürlich das Relegation. Jetzt gibt es gerade ein kleines Problem mit der Technik. Ich vermute mal, er wollte das Relegationsspiel gegen 1860 München erwähnen. Aber ich weiß nicht, ob du mich noch siehst oder hörst, Patrick, aber ich habe gerade hier nur noch schwarz. Da ist er wieder. Hallo? Hi, bist du gerade angerufen worden? Ich wurde angerufen, tut mir Ja, leid. alles gut, das hatten wir schon mal. Ja, okay. Ach, wusste ich gar nicht, dass das dann so weggeht. Das ist ja doof. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Highlightspiele, genau. Genau, ich vermute mal, du wolltest das Relegationsspiel erwähnen gegen 1860, ne? Genau, gegen 1860, ob das dann zu Hause war, aber auch in München, fast das in München war noch krasser, weil ich schon finde, dass wir einfach 60, 70 Minuten lang einfach die klar bessere Mannschaft waren, haben das Ding komplett gedreht. Wenn man mal die letzten Minuten, so weh wie sie einfach tun, ausblendet, war das einfach richtig geil, was wir da in München abgerissen haben, was die Fans abgerissen haben. Wir haben es alle zusammen geschafft, dass das Grünwalder Stadion komplett ruhig war, dass man nur noch die Saarbrücker Fans gehört hat. Ja, und das sind alles so Sachen, wie gesagt, ob positiv oder negativ, die einfach natürlich im Gedächtnis bleiben. Und einfach, ja, sehr viele schöne Sachen. Pokalspiel gegen Elversberg in Homburg, was wir gewonnen haben. Es waren wirklich sehr, sehr viele schöne Momente und sehr viele, viele schöne Spiele. Aber eins konkreter jetzt rauszupicken, wird, denke ich, den anderen Momenten nicht gerecht werden. Es waren bisher auf jeden Fall 75, denn Patrick hat nachgerechnet, noch 25 Spiele, dann hast du schon den 100. Profieinsatz für den FCS. Und er fragt, planst du dafür oder ganz allgemein einen speziellen Torjubel? Also ich weiß noch, damals war es ja immer das hier, ne? Das war die 9, oder? Sieht man das hier so? Ja, das verrate ich nicht. Haben wir doch damals gesagt, verrate ich nicht, was es Genau. war. Aber genau, damals war es ein spezieller Torjubel, hatte ich mit meinen Jungs damals hier so vereinbart. Gute Idee eigentlich, muss man dann mal gucken. 100 Spiele ist auch ja schon eine Hausnummer, eine schöne Hausnummer. Ich hoffe, dass ich die vielleicht diese Saison schon erreichen kann. Und ja, mal gucken, ob ich mir da was einfallen lasse. Wenn ich dann ein Tor schießen sollte. Das solltest du schaffen mit den 100 und wir freuen uns sehr, wenn wir am Samstag vielleicht schon gegen Köln zum ersten Mal in der Saison dann deinen neuen künftigen Torjubel sehen werden. Ja, ich hoffe es. Wie gesagt, jeder weiß, vielleicht zum Abschluss noch, jeder weiß, dass ich immer alles einfach 100% geben werde, dass ich für den Verein alles geben werde, dass mein Einsatz immer da sein wird,
Auch wenn vielleicht das ein oder andere Tor weniger dabei sein sollte, wie sich jetzt vielleicht am Anfang der Verpflichtung die Leute erhofft haben oder gedacht haben. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Hauptsache, wir haben zusammen Erfolg und ich bin einfach riesig dankbar und froh, wieder hier zu sein. Und es waren ja auch gerade erst mal 2 Spiele. Also abwarten. Nee, alles gut. Das war jetzt auch einfach nur so darauf bezogen, was ich vorhin gesagt habe, weil ich einfach Ja. glaube, dass ich auch schon ein anderer Spieler geworden bin, der sehr viel auch für die Mannschaft arbeitet, der sehr viele Wege geht. Jetzt nur mal als kleine Beispiele, dass sich mein Spiel auch ein bisschen geändert hat. Wir in einer anderen Liga sind, dass wir jetzt auch ein anderes System spielen. Das sind alles solche Faktoren. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach auf die Saison und ja, hoffe, dass wir zusammen erfolgreich sein Da freuen wir uns werden. auch drauf und wir freuen uns vor allem, dass du wieder daheim bist. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Ciao. Und schon ist er wieder vorbei, die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und über eure Kommentare unten drunter. Schreibt gerne, was euch nicht so gut gefallen hat oder auch gut gefallen hat. Ich freue mich auch über Lob. Und wen ihr gerne als nächsten Gast mal sehen wollt bei Tauzi ruft an. Ich weiß, Kevin Behrens ist ganz oben auf der Liste. Ich arbeite weiter daran. Vielleicht klappt es am Ende seiner Karriere, wenn ich nicht mehr die Pressestelle von Union Berlin vor mir habe. Dann, ja, ich werde es weiter probieren. Aber schreibt mir auch gerne andere Namen, wie ihr mal gerne sehen wollt. Dann werde ich versuchen, das umzusetzen. Samstag ist dann wieder Liga angesagt, 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Wir sehen uns im Stadion.